Hey, schön, dass du wieder da bist hier am Sonntag. Heute 4 Anzeichen, an denen du erkennst, dass sie bereit ist, dich zu küssen oder dass sie dich küssen will. Also, wichtiges Thema. Viele Männer fragen mich immer wieder, hey Tim, woher weiß ich, dass ich sie küssen kann? Woher weiß ich, dass sie mich küssen will? Ganz mal kurz vorweg, ich gebe dir jetzt 4 Anzeichen mit, aber im Zweifelsfall probier es halt einfach, was hast du zu verlieren, scheiß drauf. Allerdings gibt es Anzeichen, an denen du erkennen kannst, okay, sie ist wahrscheinlich bereit dafür. Und das sind Anzeichen, die, ja, die ziehen sich durch, ich sag mal, jede Frau. Es gibt manche Frauen, die senden diese Anzeichen nicht, weil sie ein bisschen schüchtern sind. Aber bei 95% der Frauen wirst du welche von diesen Anzeichen sehen und kannst dann daran festmachen, dass sie bereit ist, dich zu küssen. Und die erste Sache ist, dass sie dir sehr, sehr oft in die Augen guckt und dabei vielleicht Momente der Stille entstehen lässt. Das ist so eine Sache, die du vielleicht sogar aus Filmen kennst, wenn sich zwei Leute, die sich generell mögen, anschauen und dann entsteht Stille und dann schauen sie sich beide an und dann küsst einer von den beiden den anderen. Und das ist nicht nur so ein Filmmoment, das ist ein Moment, der passiert tatsächlich so. Also viel Augenkontakt ist natürlich sowieso erstmal ein gutes Zeichen, aber wenn zu diesem starken, intensiven Augenkontakt auch noch Stille entsteht und vor allem, wenn sie dann den Augenkontakt hält, mein Gott, dann kannst du sie einfach küssen. In dem Fall ist sie wahrscheinlich dabei und hält genau deswegen Augenkontakt. Es gibt auch Frauen, die können nicht so gut Augenkontakt halten und bei denen trifft das dann nicht so zu. Aber wenn du merkst, sie, ja, es ist so ein Schweigen und sie schaut dir in die Augen und dann schaut sie schüchtern nach unten weg, dann ist es auch ein sehr, sehr starkes Zeichen. Aber gerade wenn sie dir in die Augen schaut, wenn ihr euch schweigend anschaut und sie vielleicht noch dazu lächelt oder wie gesagt dann schüchtern wegschaut oder bei dem Augenkontakt bleibt, einfach ein super starkes Zeichen. Kannst du nicht viel falsch machen, kann nicht viel passieren. Sie ist wahrscheinlich dabei und hat dir aktiv oder, wie es in den meisten Fällen ist, passiv dieses Zeichen gesendet. Die zweite Sache, an der du erkennen kannst, dass sie bereit ist, von dir geküsst zu werden, ist, dass sie wirklich ständig über alles von dir lacht oder sehr, sehr viel grinst oder lächelt in deiner Gegenwart. Und da gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Frauen, die dich mögen und Frauen, die auf dich stehen. Frauen, die auf dich stehen, werden signifikant öfter über Dinge, die du sagst, lachen, sodass du dir schon denkst, oh mein Gott, ich bin ja ein richtig witziger Typ. Aber nein, das liegt nicht unbedingt daran, sondern es liegt einfach auch daran, dass sie sich von dir angezogen fühlt. Wenn sie viel grinst, wenn sie viel lacht, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ein Zeichen, das dir sagt, wenn du versuchen würdest, diese Frau zu küssen, würde wahrscheinlich nichts Schlimmes passieren. Ne? Wahrscheinlich würde es funktionieren, aber selbst wenn es nicht funktioniert, wird die Frau dir das nicht besonders übel nehmen, weil sie anscheinend generell sich irgendwo von dir angezogen fühlt. Also es ist nichts, was du machen würdest, also es ist nicht so, dass du sie dann küssen oder versuchen würdest, sie zu küssen und es klappt nicht und sie will dich nie wiedersehen. Das ist nicht das, was dann passiert. Es ist einfach ein sehr, sehr gutes Zeichen, was für viel Anziehung steht und ja, was dir einfach ein klares Signal gibt, hey, du kannst mich küssen oder du kannst es zumindest probieren und es wird hier einfach nichts Wildes passieren. Das nächste Zeichen habe ich schon in vielen Zusammenhängen mit euch besprochen. Das ist einfach nach wie vor eins der stärksten Zeichen, einer der stärksten Indikatoren. Wenn du diesen Indikator kriegst, dann weißt du, dass du auf jeden Fall mit ihr auf der gleichen Ebene unterwegs sein kannst. Was das bedeutet, erkläre ich jetzt gleich. Nämlich, wenn die Frau dich viel berührt. Und ich habe das schon mal gesagt und ich sage es wieder, Frauen berühren dich also in 99% der Fälle berühren Frauen dich nicht aus Versehen. Ne? Natürlich, jetzt ein Handdrücken oder eine Begrüßung, eine Umarmung zur Begrüßung, das sind ja so gängige Sachen, sage ich mal. Aber alle anderen Arten von Berührung, außer sie fällt um und du musst sie auffangen, sind meistens nicht aus Versehen, sondern sind gezielt. Einfach um dir zu zeigen, hey, ich habe Interesse an dir und auch körperliches Interesse an dir. Und das ist das Besondere an dem Berühren, weil das kommuniziert nämlich im Gegensatz zum Beispiel zum Lachen, was einfach heißt, also wenn sie viel lacht und viel grinst in deiner Gegenwart, dann mag sie dich sehr gerne und fühlt sich wahrscheinlich auch von dir angezogen auf irgendeine Art und Weise. Aber in dem Moment, wo sie anfängt, dich zu berühren, ist das wirklich ein Zeichen von, okay, ich möchte Körperkontakt mit dir, ich möchte mehr Körperkontakt mit dir. Und dann kannst du sie küssen. Na, optimalerweise baust du das Ganze halt nicht so auf, dass sie dich einmal am Bein berührt und du sie direkt küsst. Also kannst du auch machen, wie gesagt, ist ja nichts Schlimmes bei. Aber wenn sie dich halt berührt, dann ist es auf jeden Fall für dich das Zeichen, dass du sie auch mehr berühren kannst. Und das führt dann sowieso in diesem Treppenmodell, über das wir schon mal geredet haben, in dem sich die Sachen immer weiter steigern. Berührungen, Küssen, Sex. Das führt in diesem Modell natürlich dann irgendwann auch zum Kuss. Aber wie gesagt, Berührung, unglaublich starker Faktor. Und vergiss niemals, die Frauen berühren dich in den meisten Fällen nicht aus Versehen. Außer es gehört dann wirklich irgendwie zur Situation dazu. Ne? Also wenn du jetzt, ich habe schon manchmal die Frage bekommen, so, hey, ja, manchmal, wenn ich in der Schule bin, dann, ja, eine Freundin von mir, die umarmt mich immer zur Begrüßung. Steht sie jetzt auf mich? So, könnte natürlich sein, dass sie auf dich steht, aber aus dieser Umarmung würde ich das jetzt nicht schlussfolgern. Weil, wie gesagt, Frauen, dieses Berühren zur Begrüßung oder Umarmen zur Begrüßung ist eine relativ häufige Sache. Und da musst du es
Ja, da musst du dir halt andere Zeichen angucken. Also wenn du halt nur dieses Umarmen zur Begrüßung hast, dann kann das ein Zeichen sein, gerade bei jüngeren Leuten könnte es unter Umständen ein Zeichen sein. Dann musst du es halt in Verbindung mit diesen anderen Signalen sehen, die ich dir gerade gesagt habe. Wenn mehr von diesen Signalen vorkommen oder wenn sie dich zusätzlich noch, ja, generell sich viel in deiner Umgebung aufhält oder dich zusätzlich noch berührt, natürlich, ganz klar, wenn es wirklich nur das ist und sie umarmt jeden Menschen zur Begrüßung, dann ist das was anderes. Wenn sie nur dich, also wirklich nur dich, zur Begrüßung umarmt, okay, dann könnte man das wieder als Zeichen werten. Und die letzte Sache, die einfach sehr, sehr eindeutig ist, ist, dass sie mit ihren Lippen spielt. Das wirst du, also es wird nicht so sein, dass sie irgendwie so macht oder so. Oder sie spielt nicht mit dem Finger mit ihren Lippen, sondern spielt mit ihren Lippen mit ihren Lippen. Das sind Dinge wie auf ihre Lippen beißen, sowas wie das. So ganz leicht. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Signal. Oder sie benutzt Labello oder sowas. Das kann auch ein Signal sein. Also einfach, sie macht mit ihren Lippen was. Oder sie schaut dir auf die Lippen. Übrigens auch ein sehr starkes Signal. Sie schaut dir auf die Lippen. Das ist wahrscheinlich sogar noch ein besseres Signal, als wenn sie mit ihren Lippen spielt. Außer sie macht dann wirklich spezifisch das hier. Also so, das ist natürlich ein, ja, sehr starkes Signal. Aber sie schaut dir auf die Lippen. Ist auf jeden Fall so ein los, küsst mich jetzt Signal. Also das ist wirklich, also wenn du ihr in die Augen schaust und du merkst, wie sie immer wieder runterschaut und wahrscheinlich schaut sie nicht auf deinen Schwanz, sondern sie schaut einfach auf deine Lippen. Und super starkes Signal, kannst du eigentlich safe versuchen, sie zu küssen, kann nicht viel passieren. Aber das nochmal zusammengefasst, es kann sowieso nicht viel passieren. Im Zweifelsfall probier es einfach, dann bist du das nächste Mal mutiger und schlauer. Aus diesen Fehlern lernt man und dann kriegst du immer ein besseres Gefühl dafür, ist sie vorbereitet, ist die Frau nicht bereit. Probier es einfach, wenn ihr generell euch versteht. Natürlich, wenn du jetzt eine Frau auf der Straße angesprochen hast und sie denkt sich so, wer ist denn dieser Typ hier, dann sollst du sie nicht einfach küssen. Ich denke, du verstehst, von welchen Situationen ich hier rede. Klar, wenn du mit der Frau auch schon irgendwie ein Instant Date oder ein Date hast, das sind Situationen, von denen ich rede. Das heißt, wenn die Frau mit dir auf dem Date ist, dann ist es halt offensichtlich so, dass du ihr irgendwie gefällst oder sie dich erstmal näher kennenlernen will, weil sie dich interessant findet. Und dann kannst du mit dem Kuss schon mal nicht mehr so viel falsch machen. Außer das Date läuft halt super, super scheiße. Aber ich glaube, so kommen Sachen, so wirklich selbstverständliche Menschenverstandssachen muss ich dir nicht erklären. Diese vier Zeichen, wenn du die kriegst, safe kannst du sie küssen. Wie gesagt, mach dir nicht so einen Riesenkopf darum. Immer wenn du den Riesenkopf im Ding machst, ist es eher unhilfreich als hilfreich. Das war's von heute. Schön, dass du dabei warst hier oben. Abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht. Unbedingt tun. Supporte mich, supporte die Crew. Hier unten kannst du dich für einen neuen Coaching für nächstes Jahr bewerben. Und hier unten geht's zu einem weiteren Video. Das wollte ich sagen. Mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, schau da unten mal vorbei. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin wünsche ich dir ein geiles restliches Wochenende. Ciao.